Mademoiselle Annabelle Cassem? Ich habe eine gute Nachricht. Sie sind mit Ihrem Bruder kompatibel. Die Untersuchungsergebnisse sind positiv. Das heißt, einer Nierentransplantation steht nichts im Wege. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wenn Sie immer noch einverstanden sind, ja. Keine Eile. Lassen Sie sich Zeit. Es ist eine schwere Operation. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Einverstanden. Dann gebe ich Ihre Akte an Dr. Mortin weiter. Er ist ein ausgezeichneter Arzt. Ich bin sicher, es wird alles gut verlaufen. Vielen Dank. Donatieu, komm her! Donatieu, Donatieu, komm schon! Komm her! Donatieu, was für ein Name? Donatieu! Mach uns nicht mit deinem Vornamen verrückt. Ich bin Senegalese. Mousse ist Algerier. Und die zwei sind... Komora. Ja, genau. Und was bist du? Lass ihn in Ruhe! Hey, verpiss dich, Kleine. Du bist kein Araber. Du siehst nicht arabisch aus. Doch, ich bin Araber. Er ist, was er ist und damit basta. Dein Gesicht passt gar nicht zu deinem Namen. Meine Mutter ist Französin, aber das mag sie nicht. Unsere Mutter ist eine Weltbürgerin. Dann sieht man so aus, ja? Mein Vater ist Algerier. Esst ihr Schweinefleisch? Nein. Die sind Moslems. Wir sind Vegetarier. Und dann, was glaubt ihr dann? An Gott, der in uns ist. Und wie sieht der Gott aus? Du bist nichts. Nichts. Gar nichts. Genau, nichts. Gar nichts. Gar nichts. Wir sind nicht nichts. Im Gegenteil, wir sind alles. Aber alles ist nichts. Man muss was sein. Wie die anderen. Man muss nicht wie die anderen sein. Menschen sind nun mal alle verschieden. Du bist das beste Beispiel. Ja, aber kann man mit einem Beispiel befreundet sein? Hör zu, wir lieben alle Götter, weil alle gleich gut sind. Ich versteh's nicht. Ich arbeite seit 10 Jahren für Sie. Ja, das weiß ich auch. Aber wir müssen Personal abbauen. Ich bin unfähig, Leuten weh zu tun. Das ist mein Problem. Ich kann gar nicht sagen, wie leid sie mir tun. Jetzt geht's mir viel besser. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ist eine Familienkrankheit. Das geht auch. Mein Vater hatte einen kleinen Laden und war sehr sozial. Sein Geschäft war immer voll und wir immer pleite. Ich habe kein Geld dabei. Macht nichts, beim nächsten Mal. Sie dürfen sich das nicht vorwerfen. Meine Mutter war Therapeutin. Wir schwimmen nicht im Geld, wie du weißt. Tja, du willst ja nicht arbeiten. Ich lass mich nur nicht bezahlen, mehr nicht. Aber mein Bruder war ein besonderer Fall. Eine von Hakims Nieren ist krank und wenn du kompatibel wärst, dann würde deine Niere entfernt und Hakim bekäme sie. Ich bin dir doch scheißegal. Wir sind doch eine Familie. Eine Familie? Ich habe den Blödmann seit Jahren nicht gesehen. Sprich nicht so von meiner Frau! Hör auf! Ist es dir so wichtig, wie ein Araber auszusehen? Hast du vergessen, woher du kommst? Ich glaube, du hast es vergessen. Annabelle Cassem? Dr. Mata? Ungewöhnliche Freundinnen hatte ich auch. Traust du dich? Ich gehe hin. Na dann los! Bonjour. Ich habe gehört, ihr küsst normalerweise nicht. Doch, ich küsse sogar besonders gern. Lass dich wenigstens bezahlen. Im Leben ist nichts umsonst. Also, was machst du denn so beruflich? Ich bin Personalleiterin. Sag ihnen ruhig die Wahrheit. Anna ist Prostituierte. Ich hoffe, ihr akzeptiert das, weil ich sie liebe. Sieh mal eine an. Ich habe schon oft versucht, es dir zu sagen. Ich bin wirklich Personalleiterin, keine Hure. Jetzt habe ich dich enttäuscht. Ich wusste es.